Patriarchat hat sehr viel mit Narzissmus zu tun. Ein Narzisst kann die Schönheit und den Erfolg anderer Menschen nicht anerkennen. Er muss sich darüber stellen, er muss andere abwerten. Die Schönheit der Frau, die sexuelle Anziehungskraft der Frau muss abgewertet werden. Diese wird nicht ertragen, wenn sie über dem Mann steht in ihrer Wirkung. Sie darf nicht selbstbestimmt sein. Ein Mann schafft sich ein Männerbild, das eine Frau nicht erreichen darf, nicht erreichen kann. Er schafft Werte wie stark, laut, autoritär, auch gewalttätig ist ein Wert, der unter Männern Anerkennung genießt. Und dieses Männerbild wird in einer Struktur gezeichnet, die immer positiv dasteht, männlich. Und wer dieses Bild verletzt, zum Beispiel ein Mann, der einen Rock anzieht, wird bekämpft. Und Gaslighting, ein sehr bekannter Begriff in der Forschung des narzisstischen Missbrauchs. Gaslighting findet dann statt, wenn gesagt wird, der Mann im Rock wäre irgendwie verhaltensgestört. Und der Mann, der ihn angeht, der transphob reagiert, er wäre normal. Eine normale Reaktion gegen einen Menschen, ja, der Verhaltensnormen verletzt.